Tja, und die Opposition würde natürlich lieber heute als morgen die Ampel ablösen. Aber wie? Julia Klöckner ist wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Grüße Sie, hallo. Guten Tag. Ja, Frau Klöckner, die Ampel kann ja noch so zerstritten sein. Sie hält an der Macht fest. Auch die FDP macht da keine Anstalten auszubrechen und sich etwa auf eine Koalition mit der Union festzulegen. Frustriert Sie das? Ich finde es sehr bedenklich, was mit unserem Land in der Zwischenzeit passiert. Wir müssen uns ja mal die Frage stellen, worum geht es denn eigentlich? Es geht um das Dienen diesem Land. Also wer den Titel Minister hat, Ministrare heißt dienen und nicht Selbstzweck erfüllen eines Parteimitgliedes. Und deshalb ist das, was mir Sorge macht, oder nennen wir es frustriert, wie Sie es eben genannt haben, ist, dass alle Rahmendaten so evident, so klar sind, dass Deutschland so nicht weitermachen kann. Unser Ruf im Ausland ist schwer beschädigt. Wir sind nicht mehr führend in der EU, was den Takt angeht. Alle schauen nach Deutschland. Und was mir ganz große Sorgen macht, weil es ein Schlüsselmomentum ist, ist unsere schwächelnde Wirtschaft. Und nicht, weil Menschen, Männer und Frauen nicht arbeiten wollen, keine guten Ideen haben, sondern weil die Rahmenbedingungen, die die eigene Bundesregierung setzt, diese unterlassene Hilfeleistung am Ende die Wettbewerbsfähigkeit schleift. Und das heißt dann natürlich weniger Steuereinnahmen, unsichere Arbeitsplätze, weniger Wettbewerbsfähigkeit. Und auch der Sozialstaat ist dadurch aus der Balance dann geraten. Nun weist die Ampel da schon auch meistens die Schuld von sich. Das seien einfach die Bedingungen, auch mit dem Krieg gegen die Ukraine etc. Also was müsste Ihrer Meinung nach der Wirtschaftsminister zum Beispiel jetzt und sofort tun, damit Deutschland wieder Wachstum generiert? Zum ersten Punkt, wenn man in Problemlagen nicht Lösungen sucht, sondern immer Schuldige sucht, dann tut man das so, wie das gerade geschieht. Ich meine, andere Länder haben auch die Auswirkungen des Russlandkrieges gegen die Ukraine zu verkraften. Aber dennoch wachsen dort die Volkswirtschaften. Und wir haben als Union ein Sofortprogramm für die Wirtschaft vorgelegt. Das sind Rahmenbedingungen, die einfach, also die zum einen auch die psychologische Wirkung, einen Impuls damit geben können, aber zum anderen auch de facto, nur mal ein Beispiel, Flexibilisierung bei der Arbeitszeit, die Möglichkeit für eine Wochenhöchstarbeitszeit statt Tageshöchstarbeitszeit, wäre ganz wichtig. Zweiter Punkt ist, wir haben steigende offene unbesetzte Stellen bei steigenden Zahlen der Bürgergeldempfänger. Da stimmt ja was mit dem Arbeitsmarktinstrument nicht. Arbeit, Leistung muss sich wieder mehr lohnen und nicht das Nichtarbeiten. Also muss sich beim Bürgergeld sehr schnell etwas ändern. Wir brauchen bessere Abschreibung. Wir brauchen ein Belastungsmoratorium. Das heißt, nicht neue bürokratische Belastungen und im Gegenteil, sie sogar abzubauen für unsere Unternehmen. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das Deutsche, das müsste jetzt ausgesetzt werden, weil von europäischer Ebene ja eins kommt. Wir haben weitere Punkte, sei es mit einer Steuerreform. Wir haben zum Beispiel eine Steuerquote für deutsche Unternehmen in der EU, die liegt bei 29%. Mittel in der EU ist etwa 21%. Und Sie sehen, dass diese Wettbewerbsungleichheiten eigentlich dazu führen müssten, neben den hohen Energiekosten, dass die Politik reagiert. Es geht nicht um Subventionsspiralen, es geht um faire Rahmenbedingungen. Also wenn man Ihnen so zuhört, die Union müsste ja auch angesichts der miesen Umfragewerte der Ampelparteien und eben mit dem eigenen Programm jetzt auch massiv profitieren. Aber sie dümpeln dann doch eher dauerhaft bei etwas über 30% in den Umfragen. Stattdessen sind AfD und BSW auf dem Vormarsch. Wie wollen Sie das jetzt ändern? Naja, jetzt lassen wir die Kirche mal wie sie im Dorf mit dem rumdümpeln. Was meinen Sie, welche Korken knallen würden, wenn die anderen 30% hätten und mehr? Wir liegen seit einiger Zeit beständig über 30%. Und kriegen das zusammen, was die anderen addiert nicht hinbekommen. Dass jetzt BSW und AfD steigen, zum Glück noch, zumindest was den Bund angeht, Abstand zu uns. Jeder muss sich an die eigene Nase packen, ja, das stimmt. Aber man muss natürlich auch sehen, dass eine solche Ampel- und Regierungspolitik am Ende Futter und wirklich ein Brandbeschleuniger für extreme Parteien an den Rändern sind, weil die Bürger einfach die Nase voll haben und dann gehen sie nicht eine oder zwei Türen weiter, sondern ganz gleich nach außen. Und da muss man auch erklären und erläutern, was das dann bedeutet. Also wir sind alle gefordert, sicherlich.
und dass wir uns auch inhaltlich viel stärker noch mit den Positionen, die zumindest bekannt sind, auch von BSW und AfD auseinandersetzen. Denn Lösungen haben die ja natürlich auch nicht. Und schauen Sie auf Frau Wagenknecht. Erst hat ihr Mann die SPD mit halb zerstört, dann hat Frau Wagenknecht die Linke halb zerstört und zusammen wollen sie jetzt das etablierte Parteiensystem zerstören. Also es ist ein Zerstörungsmodus, aber kein konstruktiver Ansatz, was mit Deutschland geschehen soll. Ja, mal schauen, ob sich das dann nach den Wahlen auch noch so anhört. Julia Klöckner, vielen Dank. Danke Ihnen.